So, ihr Lieben, jetzt mache ich weiter. Wie ich gestern erzählt habe, möchte ich ja meine Batterie tauschen, die AGM-Batterie gegen eine Lithium-Batterie. Und dazu muss ich jetzt erstmal die AGM abklemmen. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Zuerst muss ich sie vom Netz nehmen, von den Gleichrichtern. Dann ziehe ich die Sicherung vom Solarmodul. Dann beim Abklemmen macht man zuerst den Minuspol ab, das ist der schwarze, und dann den Pluspol. So, hier unter dem Beifahrersitz befinden sich meine beiden Ladegeräte. Das eine ist dafür da, wenn man einen 220 Volt Anschluss hat, um die Bordbatterie zu laden. Und das andere ist dazu da, dass es über den Motor vom Fahrzeug geladen wird. Und man kann die Verbindung zur Batterie hier abtrennen über den Schalter. Klack. So. Jetzt kommt bei der Batterie nichts mehr an. Dann ist hier in meiner Kiste drin das Ding hier vom Solar. Dann ziehe ich mal die Sicherung raus. Naja, also ich mache sie jetzt raus. Ist ein bisschen fummelig. Und dann klemme ich erst den Minuspol ab und dann Pluspol. Die alte Batterie habe ich jetzt ausgebaut. Leider gibt es ein kleines Problem, und zwar sind die Ösen der alten Anschlüsse. Na, dieser hier passt für die neue Batterie, aber dieser hier ist leider zu klein. Ich habe mir schon neue Klemmen bestellt, aber die sind noch nicht geliefert worden. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich heute noch welche herbekomme. Eine Presszange habe ich schon da liegen. Da hinten. Ich muss ja sowieso noch ein bisschen an den Kabeln rumfummeln, wegen der Sicherung, die dazwischen kommt. So, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Die neue Batterie hat die Polklemmen auf dieser Seite. Also hier ist Plus nach hier hin und hier ist Plus nach hier hin. Also muss ich zusehen, dass ich die Kabel einmal umgelegt bekomme. Hier sind meine Anschlüsse Plus Batterie, hier die Anschlüsse Minus Batterie auf dieser Seite. Das Kabel kommt von hier unten her. So, hier habe ich noch genug Puffer, kann ich durchziehen. Ich will das jetzt hier auf diese Seite einfach umlegen. Dazu muss ich nur einmal diese Vorsicherung hier abschrauben auf dieser Seite und an diese Seite anbauen irgendwo. Muss mal gucken. Ja, bis meine Ösen da sind und ich weiter basteln kann, möchte ich euch noch mal zwischendurch zeigen. Die Gewichtsersparnis, einmal ja die AGM 105 Amperestunden und einmal die Lithium in 150. Ich stelle mal die von meiner Waage. Runtergebracht. Ich stelle mich mal nicht drauf. Aber einmal die AGM. 26,4. Dann zum Vergleich nochmal die Lithium, die hat nur 13. Also es ist ein 13 Kilo Unterschied. Ich habe mal mein Solarmodul auch gemessen, was ich zusätzlich aufbauen möchte. Das wiegt 7,2. Das heißt, mit wesentlich mehr Power und zusätzlichem Solarmodul bin ich gewichtsmäßig immer noch unter der Normalbatterie. Finde ich super. So, mittlerweile habe ich die neue Batterie reingestopft in die Kiste. Passt super rein, also wirklich wie dafür gemacht. Die Kabel hier Plus, Minus habe ich hier unten umgelegt. Das passt auch gut. Die Sicherung muss ich natürlich noch anschrauben, die Vorsicherung. Und angeklemmt habe ich hier schon mal meine Solaranlage. Wie gesagt, zurzeit noch mit einem Panel. Das zweite klebe ich noch aufs Dach. Was ich hier umstellen musste, ist dieses hier, kann man das sehen, Lithium, war vorher auf AGM eingestellt. Ich zeige euch nochmal die Schalterstellung vor und nachher. Gerade war die Post da und hat mir meine Kabelschuhe gebracht und da sind auch Strumpfhülsen dabei.
Sehr schön, dann kann ich da weiter basteln. Aber bevor ich jetzt die neue Batterie anklemme, da muss ich mal erstmal die Gleichrichter umstellen. Dieser hier, da war leider bei den Bordpapieren war keine Beschreibung bei. Die habe ich mir hier von der Firma aus Italien schicken lassen. Haben sie auch schnell geantwortet per PDF. Wenn ich das umstellen möchte auf Lithium, muss ich hier die Stellung 4 nehmen. Das heißt, Schalter 1 aus, Schalter 1 ein. Man kommt übrigens ganz schlecht ran. Bei diesem hier hatte ich ein Problem. Da habe ich angefragt in Italien. Die haben mir aber keine vernünftige Antwort zurückgeschickt, sondern nur auch dieses hier als PDF. Nochmal die Beschreibung. Das habe ich dem Batterieverkäufer weitergeleitet, der ausgesprochen hilfsbereit ist, muss ich sagen, und immer per WhatsApp sofort antwortet. Er hat sich das angesehen, hat gesagt, er wird daraus auch nicht schlau, aber ich soll die, weil hier nichts für Lithium beisteht, Moment. Ah, hier ist es. Weil hier nichts für Lithium beisteht, kann es eigentlich nur die Stellung 1 oder 3 sein, aber er sagte mir, ich soll auf AGM stellen. Das wäre die oberste Zeile hier. Das heißt, Schalter 1 ein, Schalter 2 aus, weil ich dabei nichts kaputt machen kann. Und so werde ich es jetzt auch ausprobieren. Ich habe jetzt die Dip-Schalter umgestellt an den beiden Geräten. Aber ehrlich, das geht so schlecht. Den oberen, den 325, musste ich ausbauen, um da ranzukommen. Und selbst dann, als ich es direkt vor der Nase hatte, diese Dinger, die sind so fipselig und klein, man hatte echt Angst, dass man da irgendwas kaputt macht beim Umstellen. Und das ist nicht schön. Ganz schlecht gefühlt. Und bei dem unteren, ja, den habe ich nicht ausgebaut bekommen oder wollte ich nicht, hätte ich hier alles losmachen müssen. Aber da stimmen jetzt auch die Einstellungen, so wie ich das sehe. Aber es ist sehr unangenehm, das umzustellen. Blöd eingebaut oder, ich weiß nicht, oder gebaut, überhaupt nicht die Dinger konstruiert. So, mittlerweile bin ich weiter. Ich habe hier den Akku drin, oder die Batterie. Habe die Anschlüsse gequetscht hier alle. Dieser hier, der dicke hier, der ist 25 Quadrat, den lasse ich zum Wechselrichter gehen. Da habe ich hier die Sicherung, die 100 Ampere Sicherung für eingebaut. Dann geht es hier weiter. Die Kabel liegen hier im Moment noch, Plus und Minus für den Wechselrichter. Die habe ich noch nicht, den habe ich noch nicht eingesetzt. Ja, ansonsten sieht es ganz gut aus. Die Batterie vom, die Sicherung vom Solar-Ladegerät hier, das habe ich schon wieder reingesteckt. Er lädt auch die Batterie. Und jetzt wird spannend, jetzt schalte ich nämlich mal den Strom ein und hoffe, dass nichts knallt. Oh, das ist der Hauptschalter. Zack. Gucken wir mal aufs Display. Mal Licht an. Licht geht wieder. Das ist jetzt über die Bordbatterie, das ist super. Dann können wir ja mal gucken. 12,9 Volt und 100%. Ich befürchte beinahe, dass er die 100% immer anzeigt, weil eine Lithiumbatterie ja mit der Spannung eigentlich nicht groß runtergeht und deswegen wird er da wahrscheinlich immer 100% anzeigen bei der Bordbatterie, obwohl er die nicht mehr hat. Da bin ich nicht sicher, ob man da irgendwas umstellen kann oder nicht. Muss ich nochmal gucken. Ja, ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich bin ganz zufrieden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Wechselrichter irgendwie reinbekomme. Allerdings habe ich gemerkt, dass diese Dinger hier, so ist das halt, wenn man was Billiges kauft, diese Klemmen hier, das ist, kann man das sehen, das ist hier am Gerät lose und irgendwas, da ist wahrscheinlich eine Mutter oder so hinter gewesen, die schwirrt da drin rum. Ich bin nicht sicher, ob ich es zurückschicke, das Ding, oder versuche heile zu machen. Mal sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, so, für dieses Mal, für heute ist leider wieder Schluss, weil der Wechselrichter kaputt ist.
Ja, dann muss ich mal sehen, dass ich so schnell wie möglich einen neuen besorge. Ich kann Ihnen noch mal zeigen, wie ich die Sicherung hier eingebaut habe, die 100 Ampere Sicherung. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich auch noch rankomme, wenn die Kiste zu ist. Wenn ich hier unten die Hebel einschalten. Und so. Ja. Muss ich nur hochdrücken und auf den Knopf. Da ist der Knopf. Kann man auslösen, testweise oder auch zum Abschalten. Und zwar brauchst du einen Wechselrichter, auch immer Strom. Selbst wenn er ausgeschaltet ist, wenn er da dran hängt, verbraucht er Strom. Und dann ist es sinnvoll, wenn man ihn nicht benutzt, einfach abzuschalten, die Stromzufuhr. So, das war's für heute. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.